Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den Karpfen. Bei uns ist es so, der Karpfen wird komplett der Natur überlassen. Das heißt, er laicht selbstständig ab im Teich, vermehrt sich, dann der Laich wird zu Fischeier und dann schlüpft es und dann muss er von alleine das Futter finden. Das heißt, es muss genug Plankton entstehen und das ist da in diesem Teich eben gegeben, weil das Wasser einfach ein bisschen wärmer wird wie in der Forellenteichanlage. Karpfen ernähren sich vorwiegend von lebenden Organismen in den Teichen. Dazu zählen Plankton und Bodentiere. Der Rest wird meist als Getreide zugefüttert. Karpfen können nämlich dem Getreide enthaltene Stärke verwerten. Das heißt, es wird Gerste, Ölkuchen und auch ein bisschen fertiges Fischfutter dazugegeben. Erklärt Herr Schlein von der Forellen- und Karpfenzucht Schlein in Weichselbaum. Karpfen bevorzugen langsam fließende bzw. stehende Gewässer mit weichem Grund- und Pflanzenbewuchs. Dank seiner 4 Bartfäden am Maul kann der Karpfen auch im trüben Wasser seine Nahrung ertasten. In der Dämmerung sind sie aktiv, tagsüber halten die Fische sich an tiefen Stellen der Deiche auf. Bei uns ist es so, wir lassen eben das Forellenwasser in den Karpfenteich hinein, damit der Wasseraustausch gegeben ist, weil nur stehendes Gewässer wird im Sommer eben gefährlich, weil es sehr warm ist und da immer wieder Fälle auftreten, dass der Teich kippt. Das heißt, es darf die Besatzdichte nicht zu dicht sein. Dann kommt im Herbst das klassische Abfischen. Da werden eben diese schlachtfertigen Fische dann rausgeholt, kommen da unten in die Hälter, wo sauerstoffreiches Wasser drinnen ist, damit er sich dann richtig entwässern kann und dieses berühmte Lädeln verliert. Der Rest kommt in den Überwinterungsteich und im Frühjahr fängt das Ganze wieder von vorne an. Das wird wieder abgefischt, wird wieder aussortiert und alles andere wird in die Teiche ausgesetzt, mitsamt den Muttertieren, die was dann eben wieder für den Nachwuchs sorgen. Über die Wintermonate hält der Karpfen eine Art Winterschlaf. Er ruht an den tiefsten Stellen der Teiche, nimmt kein Futter zu sich und wächst somit auch nicht. Das milde Klima mit warmen Sommern und Durchschnittstemperaturen von 18 bis 20 Grad ermöglicht ein rasches Wachstum der Fische. Der Karpfen braucht ca. 3 Jahre, bis er schlachtfertig ist. Man kann da wieder ca. sagen wir mal, zwischen 1,5 und 2,5 Kilo haben. Das Aroma und die Konsistenz des Karpfens hängen stark von den Haltungsbedingungen und der Fütterung ab. Sein festes, fettarmes Fleisch zeichnet sich durch einen hervorragenden Geschmack aus. Was man bei der Lagerung von Fisch beachten sollte, erklärt uns jetzt Seminarbäuerin Margarete Auer. Umso kürzer der Fisch gelagert wird, umso besser ist es. Also wenn man einkauft, dann kann man entweder im Kühlschrank im kältesten Teil lagern, man kann ihn auf Eis lagern oder auf einem Porzellanteller mit Frischhalter überzogen oder man kann ihn auch so in einem Behälter mit einem Siebeinsatz lagern, dass er also nicht im eigenen Saft liegt. Für Filets gilt, dass sie maximal 2 Tage gelagert werden sollen. An frischen, an ganzen Fisch kann man vielleicht auch 3 bis 4 Tage lagern. Generell sage ich, ich habe selber einen Forellenteich, je frischer, umso besser. Das muss einem einfach auch klar sein. Ganz wichtig beim Karpfen ist das Schröpfen. Was das genau bedeutet, erklärt uns Seminarbäuerin Margarete Auer. Wenn man den Fisch selber filetiert, dann ist bei der Forelle oder beim Saibling das Filet dann küchenfertig. Beim Karpfen muss das Filet dann noch geschröpft werden. Unter Schröpfen stellt man sich vor, dass man das Filet auf ein Brett auflegt, mit der Hautseite nach unten und dann mit einem scharfen Messer so alle 2 bis 3 mm das Karpfenfilet bis zur Haut durchschneidet. Das heißt, es wird dann so lamellenartig. Und der Hintergrund ist der, dass man dadurch die Gräten durchschneidet und die spürt man dann beim Essen überhaupt nicht mehr. Das ist dann fertig. Man kann den Fisch beim Direktvermarkter oder auch beim seinem Fischhändler küchenfertig kaufen. Beim Karpfen bekommt man den auch geschröpft. Also das heißt, man geht damit in die Küche und kann das zubereiten.
Die hohe Qualität des Karpfenfleisches wird durch eine naturnahe Deichbewirtschaftung garantiert. Karpfenfleisch hat einen durchschnittlichen Fettgehalt von 4-7%. Mehr dazu weiß Magister Nicole Zörer. Dem Karpfen eilt ja so ein bisschen der Ruf voraus, dass er ein besonders fetter Fisch wäre. Das stimmt so aber nicht ganz, weil der Karpfen zählt zu den mittelfetten Fischen. Und gleichzeitig ist es vor allem so, dass er besonders hochwertige Fettsäuren enthält. Ein besonders gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren kennzeichnen die Fettsäurezusammensetzung des Karpfens. Und dieses besondere Verhältnis sorgt dafür, dass unsere Blutgefäße elastisch bleiben, dass wir geschützt werden vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Omega-3-Fettsäuren wirken Entzündungsprozessen entgegen. Das spielt vor allem bei rheumatischen Erkrankungen eine Rolle oder auch bei Hautkrankheiten wie zum Beispiel Neurodermitis. Eine reichliche Zufuhr an diesen hochwertigen Fettsäuren ist auch für unser Gehirn ganz besonders wichtig. Das beginnt bei der Entwicklung des Gehirns im Mutterleib und reicht bis hin zur Förderung der Gedächtnisleistung im Alter. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Karpfenzucht in Form der Deichwirtschaft eine besonders nachhaltige Methode. Dazu mehr von Diplompädagogin Barbara Kindelsberger. Im Sinne der Nachhaltigkeit gilt es aufzuzeigen, was Deiche alles leisten können. Denn das System Deich wird im Zusammenhang mit Klimawandel und Ökologie unterschätzt. Durch die natürliche Bewirtschaftung von Deichanlagen wird der Erhalt von anderen Tierarten unterstützt und zugleich auch die biologische Vielfalt gefördert. Die Deichwirtschaft bietet also einer Vielzahl von geschützten Pflanzen und Tieren optimalen Lebensraum. Natürlich ist zu betonen, dass die Deiche das nur leisten können, wenn sie fachgerecht bewirtschaftet werden. Dazu zählt der Besatz durch den Karpfen, durch den Fisch und das Abfischen entweder im Frühjahr oder im Herbst. Und dabei wird der Schlamm mineralisiert, das heißt, der Boden wird durchlüftet. Deiche in der Landschaft bieten natürlich auch abseits der Fischproduktion für die Allgemeinheit einen großen Mehrwert. Sie bieten Wasserrückhalt, Haltemöglichkeit in der Landschaft und sie dienen als Speicher für das Oberflächenwasser. Auch die günstige Beeinflussung des Kleinklimas aufgrund der kühlenden Effekte durch Verdunstung sind ein großer Mehrwert für die Allgemeinheit. So werden natürlich gestaltete Teichanlagen auch als Erholungslandschaft genutzt und lassen sich auch so erfolgreich in eine ökologische Kulturlandschaft für uns integrieren. Die traditionelle Karpfendeichwirtschaft ist eine der nachhaltigsten Formen der Fischzucht.